Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM Files. Ich bin ziemlich aufgeregt, denn wir gehen in die Höhle der Spinnen runter. Wir haben da auch einiges an Zeug von den NPCs, zum Beispiel hier einen Führerschein, Rosenkranz, das ist wahrscheinlich vom Priester, Hostess-Zugangskarte, Ingenieur-Zugangskarte und einen Polizeiausweis. Ich habe zwei Shotguns dabei, drei Pistolen plus das Jagdgewehr. Oh. Ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass es dunkel sein könnte. Shoot. Wo ist unser Zeug? Hat irgendjemand eine Flare dabei? Leuchte zünden. Aha. Wo ist unser Zeug? Okay, wir können so nicht weitergehen. Ah, ich Idiot, ey. Wo ist das verdammte Zeug? Das ist die Leuchte. Ha. Stehst du drauf? Du stehst drauf. Schmeiß das da runter. Wir müssen irgendwas sehen. Ist jetzt nicht. Es läuft nicht ganz so, wie ich mir das erhofft habe, aber. Was soll's? Genau die mit den Shotties. Ach, Grundgütiger. Wo sind die anderen? Hier. Kommst du hier rein? So, dann stellen wir uns hier hin. Und hier war noch irgendjemand. Warum hast du so wenig Zeiteinheiten? Okay. Du rennst da ziemlich in der Scheiße rum. Das ist das Problem. Okay, wir müssen erstmal unsere Leute irgendwie zusammenführen. Und wenn es gibt wieder so eine unheilvolle Aura. Vielleicht müssen wir abbrechen. Ich habe überhaupt nicht damit, ich habe es völlig vergessen, dass wir wahrscheinlich. Wir sind im Untergrund, natürlich ist es dunkel. Okay, das Problem ist, wir möchten schießen. Okay, gut. Das wäre mal das. So, du brauchst auch so ein Ding. Okay, hier ist kein Durchkommen.
Man müsste hier außenrum rennen. ...15 für den Snapshot. Reactions geht. Wobei, das Problem ist, du kannst momentan gar nicht schießen, weil du das Ding in der Hand hast. Das ist ein bisschen eklig. Wie machen wir das am besten? Runterdroppen. Jetzt kannst du zumindest schießen. Naja. Ich habe keine Ahnung, was wie ich hier zurechtkomme. Wir müssen irgendwie. Das ist ein riesiges Labyrinth. Das ist sehr klaustrophobisch, was eher den Spinnen zugutekommt als uns. Dummerweise. Dort hat eine unheimliche Aura. In der Tat. Und die haben auch die Nervenkraft nicht wieder aufgefüllt in der Zwischenzeit. Du kannst nach wie vor schießen. Nimm du mal das Ding auf. Okay, hatten sie was gebracht? Man weiß es nicht. Okay, da ist irgendwas. Das Problem ist, man sieht einen Scheiß. Man sieht einen Scheiß. Dies. Okay, einer steht im Brand. Und ist bewusstlos geworden. Fantastisch. Nicht. Das war okay. Das Problem ist, der kann wahrscheinlich nicht da durchlaufen, ohne dass er in Brand gesteckt wird. Oh. Wir sehen hier nochmal eine Spinne. Was mache ich mit dem Kollegen hier? Okay, wir sehen ein weiteres Vieh. Okay. Renn durchs Feuer. Leider kann er sich nicht mehr ducken. Das war jetzt ein bisschen doof, aber immerhin ist die Spinne am Bluten. Ich weiß nicht, wie viel das zu bedeuten hat. Ja. Weg ist sie. Ich glaube, wir müssen uns hier zurückziehen. Das ist super klaustrophobisch. Okay, ja.
Wir werden rausgehen. Holy shit. 15 Zivilisten von den Gegnern getötet. Was? So viele? Echt? 4 XCOM-Mitarbeiter? Ja. Der eine war draußen noch. Also wir haben 5 Leute verloren. Armselig. Abu Ahmed ist der Einzige, der überlebt hat. Holy shit. Ja, das war hundsmiserabel. Aber es ist auch ein bisschen meine eigene Schuld, denn ich habe okay, das UFO ist uns egal. Ich habe die Maglights nicht ausgerüstet. Das war so blöd. Diese niederen Kultisten behaupten, im Dienst einer übernatürlichen Entität namens Dargon zu stehen, verbunden mit den Tiefen des Meeres. Sie scheinen an einem gemeinsamen Syndrom zu leiden, das ihre Haut gräulich und feucht macht und Entwicklungsstörungen hervorruft. Dieses Syndrom hemmt ihre intellektuellen Fähigkeiten, aber macht sie zäh gegen Schmerz und Schock und gibt ihnen bessere Dämmersicht. Ihre fanatische Hingabe macht sie fast furchtlos im Kampf. Dossier Harley Stone. Rolle Ermittler, Zugehörigkeit frei. A London Metropolitan Polizist, der laut Informanten von Nervosität, Kaffee und Schokolade lebt. Oft mutmaßlich, aber nie erwiesenermaßen an brutalen Mordserien beteiligt, die bald, nachdem er zu ermitteln beginnt, aufhören. Unter Überwachung. Huh. Okay, jetzt können wir das Netzwerk erforschen. Wir können noch mehr jünger Dargons erforschen. Okay, lass uns das Netzwerk erforschen. Wir müssen alle Netzwerke erforschen. Okay, Rauchgranate. Das war, glaube ich, hier. Wo wir eine weitere Rauchgranate haben. Genau. Lass mich das direkt speichern. Und ja, das war auch das falsche Team für diese Art von Mission, leider. Ah, jetzt sind wir wieder unter minus 500. 12. November. Oh, wir müssen noch mehr Leute kaufen. Habe ich komplett vergessen. AKM können wir nicht kaufen, das ist in Ordnung. Wir haben 5 verloren. Dann 5 mal Kevlar. 200.000. Seht ihr, deswegen behalten wir ein bisschen was an Reserve übrig, weil solche Missionen passieren. Exalt. Exalt ist eine verdeckte Organisation, vor allem in den Amerikas aktiv. Es wurde von einer Gruppe mächtiger Leute mit politischen Verbindungen gegründet und scheint die Finger in vielen kriminellen Aktivitäten zu haben, wie illegalem Drogenhandel. Ihre Signaturprodukte sind mentale Maschinen namens Psyclones, angeblich hoch psychoaktiv. Höchstwahrscheinlich sind diese Apparate außerirdischen Ursprungs und brandgefährlich. Psyclone, okay, wir können das erforschen. Hört sich wie eine Droge an. Ich denke mal, wenn wir den Ganoven erforschen, dann können wir das Netzwerk erforschen. Um einen da plus moderne Medizin. Mutierte Physiologie sind wir noch nirgendwo. Thomas Burke hat das Training abgeschlossen. Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Thomas. So, Raumschiff ausrüsten. Das Raumschiff ist natürlich in keinster Art und Weise bereit für einen weiteren Einsatz im Moment. Lass mich mal das Hunter-Team hier rüber schicken. Einfach, falls da was auftaucht. Cult Fighting Other Gangs. Was haben wir hier? 175. Straßenkämpfe. Black Lotus is fighting another criminal group for dominance.
Due to the cult's influence, the police cannot be counted on. Our task is to assist the local gangsters in defending their turf. Sometimes choosing the lesser evil is the only option. Okay, Black Lotus. Ich glaube, von denen bräuchten wir relativ... Was ist das dringend? Wir bräuchten irgendeinen lebend. Von denen. Von dem her schicke ich dieses Team los, weil die haben eine höhere Chance, jemanden zu fassen. Bei den anderen haben wir, glaube ich, noch keine Gefängniszellen. Und von dem her... Ja. Du bekommst... Noch so ein Ding. Ja, das passt. Ich denke, wir werden die primen. Du brauchst auch noch ein bisschen was. Okay, das passt. Wir sehen 4 Gegner. Okay, das hier sind die Gangsters. Bandenmitglied. Die Typen sind wahrscheinlich die Ranghöchsten, die wir bisher angetroffen haben. Okay, wo sind alle? 1, 2, 3. Oh. 4, 5. Okay. Der hier unten ist ungefährlich. Der ist gefährlich und der ist relativ nah dran. Natürlich trifft er, hat ein Scharfschützengewehr. Eigentlich kaum überraschend. Okay, wer war das? War das der Penner hier oben? Okay, es war, glaube ich, tatsächlich dieser Penner hier. Du siehst niemanden. Da siehst du jemanden. Runter damit. Dann... ich glaube, der ist jetzt nicht so ein Problem für den Moment. Okay, lassen wir den kommen. Wie viele Wunden hast du? Eine. Okay, ich glaube, es ist wichtiger... ...den hier hinten wegzukriegen. Als unseren eigenen zu verarzten. So, dann hätten wir noch dich. Das hat ihm gar nichts gemacht. Das aber. Fantastisch. Okay, die zwei sollen uns egal sein. Da drüben ist auch nochmal einer. Plus die Straßengangs machen auch ein bisschen was. Ich weiß nicht, was die für eine Bewaffnung haben. Oh, da ist wieder einer mit einem Hut. Und da ist ein Ninja. Wir wollen versuchen, einen lebendig zu kriegen, wenn irgendwie möglich. Aber zuallererst ist es wichtig... dass wir den Landeplatz sichern. Okay, wer zur Hölle sieht 5? Du siehst 3. Aha. Okay, das wäre mal der erste.
Den haben wir, glaube ich, einmal erwischt. Aber er hält sich hartnäckig, die Sau. Gut. Fantastisch. So, der ist weit hinten. Dann haben wir noch ihn. Super. Du siehst den hier. Probieren wir den mal anzuschießen. Ach komm schon. Diesmal nur eine Pistole. Du siehst den ebenfalls. Kriegst aber nichts hin. Immer noch. Wow. Nachladen ist es nicht. Von dem her werden wir den Zug weitergeben müssen. Mit Pistole und am Bluten sollte er eigentlich nicht mehr so eine unglaubliche Gefahr sein. Okay, ich glaube, der ist so ein bisschen am Durchdrehen. Oder hat auf ein Gangmitglied geschossen. Das ist auch möglich. Da ist er. Okay, der wäre weg. Wo ist der letzte, den wir sehen? Du musst nachladen. Nicht genügend Zeiteinheiten. Na gut, der eilt ja nicht so. Aha. Grüß dich. War uns eine Ehre, dich kennenzulernen. Was haben die? Messer, Brechstange, Kettensäge. Sehen so ein bisschen Mad Max-stylisch aus, die Typen. So, dann probierst du nochmal dein Glück. Hat leider auch nicht gereicht. Aber ja, der ist nicht so gefährlich, da wo er jetzt ist. Das ist mehr, ich will ihn nachher nicht wieder suchen müssen. Ich habe das Gefühl, es wird nichts mit lebendig fassen. Aha. Einer weniger. Wir könnten den vielleicht retten, aber das ist einer der einfachen Fußsoldaten. Ich weiß nicht, wie viel der uns bringt. Okay, das war gut. Da sehen wir nichts. Einer weniger. Ja, die bekämpfen sich wieder gegenseitig. Der Typ hält einiges aus. Das Fiese ist, dass wir... Oh. Dass wir wahrscheinlich Minuspunkte kriegen, wenn die Gangster sterben. Noch einer. Okay, der hat noch Zeiteinheiten gehabt.
Einer weniger. Boah, wie viele Leichen hier rumliegen. Das ist schon ziemlich heftig. Da ist nichts. Dann decken wir hier ab. Und die drei gehen in diese Richtung. Oh, okay. Kapitulierende Gegner 2. Und einer lebendig. Was haben wir alles? Brechstange, weiß ich nicht, ob die was wert sind. 3 schwarze Lotus-Anhänger. Na, ich meine, besser als nichts. Würde ich sagen. Wir werden einen von euch und einen Unterstützer Dagons wegschmeißen. Das war eine gute Mission, sehr produktiv. Und Peru hat neue Agenten. Spielt nicht so eine Rolle, wenn wir alles mitnehmen. Kevlar für alle. Das heißt, die werden auch wieder bereit für neue Schandtaten. Das bedeutet, du kannst zurück zum Stützpunkt. Kirchendagons Netzwerk. Die Kirchendagons ist eine eigenbrüterische Organisation und viele ihrer Mitglieder verlassen selten auch nur ihre Siedlungen. Sie unterhält allerdings ein Netzwerk aus Notfalllagern, üblicherweise im Hinterland versteckt und immer von einer Gruppe Kirchenglieder bewacht. Diese Einrichtungen sind unsere beste Chance, die Anführer zu fassen, da sie oft diese Verstecke benutzen, um einander zu kontaktieren und Zusammenarbeit zwischen den Dörfern zu koordinieren. Wir wissen nicht, was dort wirklich vor sich geht, aber der Fisch stinkt vom Kopf her. Okay, gut. Dann können wir mal ein bisschen was hier erforschen und ich würde ganz gerne den Ganoven etwas höher priorisieren. Ups, falsche Basis. Hier brauchen wir 2 neue, weil wir 2 Verwundete haben. Spielt nicht so eine Rolle. Nimm noch einen Rekruten mit. HKUSP-Match, 24 kinetisch, ist glaube ich eher besser als die Beretta. Gezielt ist 88. Wow. Wie groß ist das Magazin? 15. Ich glaube, das wird unsere neue Standardpistole werden. Ich sehe fast nur Vorteile gegenüber der Beretta. Eine moderne Pistole von Heckler & Koch, für die amerikanischen Navy Seals entwickelt und auch bei der deutschen Polizei im Gebrauch. Diese Variante bietet ein hochwertiges Visier und verbesserte Zielverfolgung. Ich kann das Ding sogar kaufen, glaube ich. Nice. Dann Rack MPI. Ja, kaufen wir direkt. HMK. Wir können auch eine MP5 kaufen noch, wenn wir schon dabei sind. So, das ist gut. Dann werden wir ebenfalls für die anderen welche kaufen. So, Indonesien noch. Kaufen, rekrutieren. Weil die sind auch, glaube ich, für Soldaten, die jetzt nicht so treffsicher sind, eine wirklich gute Waffe. Rock MPI. Ah. Oh, das Ding ist wahrscheinlich ziemlich mies. PM63 Rock ist eine klassische polnische MPI für das 9x18 Makarov-Kaliber. Hat keinen Feuerwahlschalter, da der Feuermodus anhand der Abzugsdrucks gewählt wird. Die Rack ist schwierig zu zielen, aber funktioniert gut als eine Kugelhagel-PDW. Okay, als Unterdrückungsfeuer oder was bedeutet das genau? Black Ops MPI.
Gut, das können wir auch kaufen. So, dann rüsten wir unsere... Moment, wir rüsten unser Primärraumschiff aus und dann werden wir das andere duplizieren. Ihr kriegt eine MP5 und... zwei USP-Matches. Und das werden wir speichern und der Heli. Und das kriegen die anderen dann auch. Raumschiff ausrüsten. Okay, das passt. Und bei dir auch. Da fehlt einiges. Plus wir haben dann noch Hacke und Axt und solches Zeug, was wir nicht brauchen. Wir nehmen wir mit. Alle. November 18. Wir neigen uns dem Monatsende zu und auch dem Jahresende. Opferring. Ein lokaler Ermittler im Nordatlantik entdeckte Anleitungen für rituelle Opferungen junger Frauen an das Seevolk im Austausch gegen Reichtum. Nach Übernahme der Ermittlungen konnten die Bergungseinheiten bestätigen, dass diese Opfer tatsächlich regelmäßig stattfinden. Durch Observierung des jüngsten Vorfalls und einen erfolgreichen Hinterhalt wurde diese Operation unterbunden. Totes, tiefes Wesen, Tiefensperrhalten. Ich glaube, das Zeug hatten wir schon. Redmesser. Springmesser, Axt, Baseballschläger. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Okay, 0,9. Das reicht aus. Für den Moment. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break und schauen dann, wie es hier beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.